Hi, schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir ein wunderbares Kraut vorstellen, nämlich den Rosmarin. Ich erzähle dir, was aus dem alten Volksglauben und Brauchtum, der Magie und dem Aberglauben überliefert ist. Außerdem, und das finde ich besonders erwähnenswert, seine medizinische Verwendung. Und ich habe auch noch ein paar ganz, ganz einfache Rezepte für dich zum Nachmachen. Der Rosmarin ist so eine vielseitig einsetzbare Pflanze und so wertvoll für uns Menschen, und ich würde mir wünschen, dass viele, viele Menschen ihn und seine kostbaren Inhaltsstoffe nutzen. Los geht's! Brauchtum und Volksglaube. Der Rosmarin hat im Brauchtum und im Volksglauben zwei Gesichter, die jeweils in die entgegengesetzte Richtung blicken. Man könnte meinen, sie wären das extreme Gegenteil, aber irgendwie, wenn man genauer hinsieht, versteht man, dass auch diese zwei Gesichter einen gemeinsamen Ursprung haben. Ich will sagen, auch wenn diese beiden Ansichten des Rosmarin gegensätzlich wirken, wird einem doch bewusst, dass alles miteinander verbunden ist und einen tieferen Sinn hat. Einerseits ist der Rosmarin eine wichtige und immer wiederkehrende Pflanze im Hochzeitskult. Die Braut bekommt einen Kranz mit oder ausschließlich aus Rosmarin auf das Haupt, also eine Brautkrone, oder es werden kleine Sträuße gebunden und von den Brautleuten getragen. Die Brautleute steckten die getragenen Rosmarinzweige in die Erde. Wurzelten diese, so war das natürlich ein Zeichen für eine glückliche und gesegnete Ehe. Die Braut nähte ihrem Bräutigam heimlich ein kleines Rosmarinzweiglein, versteckt in den Hut. Somit sollte er ihr die Treue halten. Ähnliches kennen wir bereits von der Friedhofserde, die die Frau heimlich in den Mantel des Mannes gibt, wenn er in den Krieg oder eine Schlacht ziehen muss, damit dieser wieder unversehrt nach Hause kommt. Das habe ich schon mal bei TikTok vorgestellt, werde ich hier bei YouTube aber natürlich auch noch machen. Ja, und so gelangen wir auf direktem Weg zur entgegengesetzten Betrachtung des Rosmarin, nämlich dem Tod. Der Rosmarin ist nicht nur eine Pflanze der frisch Vermählten, der Ehe und eines wundervollen und lebensspendenden Neubeginns, sondern ist in vielen Regionen, unter anderem auch übrigens in Italien in sehr vielen Regionen, als Totenpflanze bekannt. Das Erste, was den meisten hier wohl sofort einfällt, ist der starke und aromatische Geruch des Rosmarins. Verstarb ein Mensch, so wurden ihm Rosmarinzweige in den Sarg gelegt. Auch die Sargträger und die Gäste einer Beerdigung trugen Rosmarin, teilweise auch direkt im Mund. Bei den Sargträgern dürfte es wohl bestimmt auch deshalb so gewesen sein, dass sie somit das starke Aroma dieses Krautes nutzten, um den Leichengeruch zu überdecken. Der Jungfernkranz, der aus Rosmarin für die künftige Braut gebunden wurde, konnte aber auch zu ihrer Totenkrone werden. Wenn ein Mädchen kurz vor ihrer Hochzeit verstarb, schmückte man die Leiche mit dem Rosmarinkranz auf dem Haupt. So wurde ihr der höchste Tag wenigstens noch einmal symbolisch zuteil. Außerdem glaubte man Folgendes. Wenn man von einem Rosmarinstrauch ein Zweiglein abbricht und es einem Toten mit ins Grab gibt, verdorrt der Rosmarinstrauch, sobald der Verstorbene in der Erde anfängt zu verfaulen. Wenn ein Rosmarinstrauch verdorrt, dann kündigt das einen Todesfall an. Wenn man einen jungen Rosmarinstrauch hat, soll man ein rotes Band oder eine rote Schnur daran binden, um ihn vor Behexung und schlechter Besprechung zu schützen, damit er gut gedeihen kann. In einem alten deutschen Kinder- und Tanzliedchen heißt es in einer Strophe: Rosmarin und Thymian wächst in unserem Garten. Wer mein Mädchen freien will, noch lange warten.
Rosmarin ist vielseitig nutzbar und das auf ganz verschiedenen Gebieten. So denken wir erst einmal an die Küche, natürlich, denn Rosmarin, auch im Topf, kann man in vielen Supermärkten in der Gemüseabteilung kaufen. Und ja, er schmeckt einfach super und so aromatisch, besonders in Kombination mit Kartoffeln. Also wenn man sich so Ofengemüse, Ofenkartoffeln macht, einfach Rosmarin dazu schmeißen, frisch, das ist so, so was Feines. Und natürlich gibt es da noch so viel andere Rezepte, mediterrane Küche, da gehört einfach Rosmarin dazu. Aber wir können dieses Kraut auch ganz wunderbar in der Kosmetik nutzen, als Heilmittel und sogar als Medizin wird er genutzt und immer noch fleißig erforscht. Das im Rosmarin enthaltene Carnosol wirkt nachweislich gegen Krebszellen. Das ist bestätigt durch mehrere Studien, zum Beispiel bei Brustkrebs, bei Dickdarm, Leber, Magen- und Prostatakrebs und auch bei Blutkrebs. Und ich wünsche mir natürlich und hoffe, dass da noch ganz, ganz viel geforscht wird und man noch viel mehr damit heilen kann. Außerdem steigert Rosmarin die Gehirnleistung, ist also super gut geeignet, wenn man am Lernen ist. Er fördert die Konzentration und er wirkt sich auch positiv auf unsere Psyche aus. Hier empfehle ich dir die aktivierende und positiv stimmende Ölmischung aus Rosmarin und Zitronenöl. Also wenn du reine ätherische Öle hast, dann nimmst du Rosmarin und einen kleineren Teil Zitronenöl. Wenn du es zum Beispiel jetzt in eine Duftlampe tust, dann nimmst du 3 Tropfen Rosmarinöl und 1 Tropfen Zitronenöl. Und wie gesagt, entweder für die Duftlampe oder du hast so einen Verdampfer, oder du kannst die ätherischen Öle in einem Trägeröl verdünnen und dir ein bisschen was davon auf die Schläfen oder an die Kleidung tupfen. Aber bitte, bitte sei vorsichtig, denn reine ätherische Öle haben pur auf unserer Haut nichts verloren. Das kann sehr starke Reaktionen hervorrufen und die Haut unnötig reizen. Wenn du Asthma hast, dann verzichte bitte auf das ätherische Öl im Verdampfer oder der Duftlampe, denn Rosmarinöl ist nicht gerade mild und kann eventuell zu aggressiv für deine Atemwege und Schleimhäute sein. Rosmarin wirkt durchblutungsfördernd, entspannt unsere Muskeln, tut den entzündeten, schmerzenden Gelenken gut, er wirkt antiviral und antibakteriell und erkräftigt die Blutgefäße und das Herz. Ist es nicht fantastisch, was dieses einfache Küchenkraut für eine bombastische Heilwirkung hat? Wahnsinn, also ich bin so begeistert. Ich liebe Rosmarin und ich nutze den auch ganz vielseitig. Eigentlich sollte jeder von uns jeden Tag ein bisschen frischen Rosmarin zu sich nehmen. Vielleicht habe ich ja jetzt ein bisschen Interesse in dir geweckt und du legst dir ein Rosmarinpflänzchen zu. Du kannst ihn super im Hochbeet oder im Garten anpflanzen, aber auch als Topfpflanze im Haus eignet er sich gut. Das erste Rezept und eine einfache, dafür sehr wirkungsvolle Anwendung, die ich für dich habe, ist das Rosmarin-Haarwasser. Ich habe 2 verschiedene Varianten für dich. Eine mit Kamille und Zitronensaft und das ist bei fettiger Kopfhaut super gut geeignet. Und dann noch die ganz klassische Variante. Rezepte. Dafür brauchst du 5 Zweige Rosmarin, 90 ml Zitronensaft, 300 ml Wasser und 2 Esslöffel Kamille. Wenn du keine getrocknete Kamille da hast, kannst du auch einfach 2 Beutel Kamillentee benutzen, so wie ich das hier mache. Ein kleiner Tipp, wenn du sehr irritierte und sensible Kopfhaut hast, dann fang erstmal langsam mit dem Zitronensaft an und taste dich ran, je nachdem wie du es verträgst. Vielleicht erstmal mit 40 oder 50 ml Zitronensaft anfangen. Die Zubereitung. Koch das Wasser mit Rosmarin und der Kamille für ca. 30 Minuten bei geschlossenem Deckel. Wenn es abgekühlt ist, gib den Zitronensaft dazu. Dann kommt das Ganze in einen sauberen Behälter und fertig. Für die einfache Variante nimmst du ebenfalls 5 Zweige Rosmarin und 500 ml Wasser. Auch das wird bei geschlossenem Deckel für ca. 30 Minuten leicht geköchelt. Oder du übergießt das Ganze mit heißem Wasser, machst auch wieder den Deckel zu und lässt es für mindestens 12 Stunden ziehen. Das ist die Variante, die ich sehr gern mag.
Eine wissenschaftliche Studie zeigt, dass Probanden, die unter erblich bedingten Haarausfall litten, nach einem halben Jahr Anwendung dieses Rosmarin-Haarwassers vermehrtes Haarwachstum aufweisen konnten. Ist es nicht total klasse? Ich meine, überleg doch mal, wie viele Menschen wirklich verzweifelt sind, übrigens auch viele junge Männer, die unter beginnendem Haarausfall leiden, die Unsummen an Geld für irgendwelche Wundermittelchen ausgeben. Und dann haben wir hier einfach so eine einfache und günstige Methode. Du kannst es entweder in eine Sprühflasche tun oder mit einer Pipette auftragen oder auch mit einem Wattepad, das geht auch ganz gut. Es sollte auch nur auf die Kopfhaut und nicht in die Längen oder in die Spitzen. Ich selbst kann aus über 10-jähriger Erfahrung sprechen. Ich nutze es alle 2, manchmal auch alle 3 Tage und massiere es mit den Fingerkuppen, also nicht mit den Nägeln, kurz ein. Mir tut das sehr, sehr gut und meiner sensiblen Kopfhaut übrigens auch. Ich war da mal lange Zeit sehr verzweifelt. Da habe ich viel ausprobiert, viel gekauft und war auch beim Hautarzt und niemand konnte mir weiterhelfen. Und gerade so Sensitivprodukte haben alles irgendwie noch verschlimmert. Bedenke, dass dein Körper Zeit braucht. Zeit, um sich daran zu gewöhnen und weil er sich auch umstellen muss. Übrigens hilft dir kein Wundermittel der Welt dauerhaft weiter, wenn du nicht ganzheitlich auf dich, auf deine Gesundheit und dein seelisches Wohlbefinden achtest. Das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur was die Haare und die Kopfhaut angeht, sondern wirklich alles und man muss sich das immer wieder ins Bewusstsein rufen. Das Haarwasser mit Rosmarin hilft bei Schuppen, regt das Haarwachstum an und hilft bei juckender und spannender oder auch entzündeter Kopfhaut. Mit Kamille wirkt es zusätzlich entzündungshemmend und auch beruhigend. Außerdem kann es bei Kopfhautekzem helfen. Es wirkt antibakteriell und all das, was ich weiter oben schon an positiven Eigenschaften vom Rosmarin genannt habe. Also ein richtiges Allround-Talent. Herrlich, also ich liebe Rosmarin einfach und dieses super geniale Haarwasser. Das nächste Rezept ist ganz einfach und klassisch, ein Ölauszug. Bei Ölauszügen allgemein habe ich noch ein paar ganz wichtige Infos oder Tipps für dich. Ganz wichtig, bei Ölauszügen ist die Hygiene das A und O. Nicht nur bei Ölauszügen, sondern generell, wenn man selber Kosmetik oder Heilsalben und so weiter herstellt. Wasch dir deine Hände gründlich. Bereite dir einen sauberen Arbeitsplatz vor. Das Gefäß muss abgekocht oder desinfiziert werden. Ebenso alle Gerätschaften, die du dafür nutzt, sollten sehr sauber sein. Kräuter immer gut abtrocknen und am besten ein paar Stunden vorher anwelken lassen. Oder du nimmst gleich getrocknete Kräuter. Wenn Kräuter zu nass sind, dann neigt das Ganze zur Schimmelbildung. Der Behälter sollte richtig voll sein, damit keine Luft mehr darin ist oder eben so wenig wie möglich. Das beugt ebenfalls Schimmel vor. Du solltest dein Öl mindestens alle 2 Tage leicht schwenken bzw. leicht schütteln. Wenn sich Kondenswasser innen bildet, dann wisch das Ganze mit einem sauberen Tuch, am besten mit einem Küchentuch weg. Wichtig ist auch, du solltest das Gefäß so wenig wie möglich, am besten gar nicht öffnen. Für das Rosmarinöl brauchst du ca. 10 Gramm Rosmarin. Wenn du getrockneten Rosmarin verwendest, nimm 20 Gramm. 100 Milliliter Pflanzenöl, zum Beispiel Sonnenblumenöl, Mandelöl, Rapsöl oder Olivenöl. Ein sauberes und desinfiziertes Gefäß. Den Rosmarin drückst du jetzt im Glas ganz nach unten und dann füllst du das Ganze mit Öl auf. Der Rosmarin sollte vom Öl ganz bedeckt sein, das ist wichtig. Danach das Gefäß fest verschließen. Jetzt kannst du es auf deiner Fensterbank für ca. 4 Wochen stehen lassen. Dieses leichte Schwenken oder leichtes Schütteln alle 2 Tage machst du deshalb, damit wirklich alles rundum vom Öl bedeckt ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dann sollte es auch nicht anfangen zu schimmeln. Mit diesem Öl kannst du wirklich sehr, sehr viel machen. Du kannst Salben zubereiten, du kannst es dir auf die Haut auftragen oder auch als Massageöl verwenden.
Wenn du dir zum Beispiel ein Antizellulite-Öl machst, dann gehört Rosmarin unbedingt dazu. Wenn du Muskel- oder Gelenkprobleme hast, ist es super, auch bei Entzündungen, ob an der Haut oder in den Gelenken. Ich mache mir sehr gern ein paar Mal im Jahr eine Kopfhautmaske damit. Dann nehme ich einfach ein wenig Öl, massiere das in die Kopfhaut ein. Also es soll nicht triefen, es soll wirklich ganz sparsam verwendet werden, an den Fingerkuppen. Immer wieder die Fingerkuppen benetzen und dann in die Kopfhaut einmassieren und dann das Ganze schön warm halten. Am besten ist es, du setzt dir eine Mütze auf oder wickelst ein Handtuch drumherum und lässt das Ganze über Nacht einwirken. So mache ich das immer. Und am nächsten Morgen geht's dann direkt zur Haarwäsche. Meine Kopfhaut liebt das. Aber wie gesagt, man muss wirklich sparsam mit dem Öl umgehen und es einige Stunden einwirken lassen. So, zum Ende hin kommen wir zur Magie. Rosmarin in der Magie. Ja, jetzt habe ich dir schon einige sehr wertvolle Dinge über den Rosmarin genannt. Zu guter Letzt möchte ich noch ein wenig auf die magische Verwendung eingehen. Abgesehen von der Volksmagie, die ich ja schon oben beim Brauchtum ein wenig habe mit einfließen lassen. Dem Rosmarin wurden seit jeher auch magische Fähigkeiten zugeschrieben. Bereits im Altertum wurde er in einem Kult der Aphrodite verwendet. In England nutzte und nutzt man ihn für Liebeszauber. Auch in Deutschland und Böhmen ist ein Ritual überliefert. Wenn eine Jungfrau eine Rosmarinspitze heimlich in das Obergewand eines jungen Mannes einnäht, so kann dieser von ihr nicht mehr lassen. Ganz klar handelt es sich hier um einen Liebeszwang. Es wird in manchen Überlieferungen auch geschrieben, dass es nicht nur das Obergewand ist, sondern direkt die Brusttasche oder der Brustlatz, dass es in Herznähe ist. Über Liebeszwänge und Liebeszauber habe ich schon ein paar Mal ein kleines Short gemacht und auch bei TikTok was erwähnt. Dazu haben wir viele, viele Aufzeichnungen im Archiv. Wenn du dich dafür interessierst, kann ich gerne mal was zu Liebeszwängen und Liebeszauber machen. Und ein Video mit der Muskatnuss mit etwas obskuren Ritualen wollte ich auch noch vorstellen. Auch im Vier-Diebe-Essig, man nennt ihn auch Räuberessig, den ich schon mal bei TikTok vorgestellt habe, findet der Rosmarin Verwendung. Gern kann ich den Essig hier auch noch mal genauer vorstellen, bei Interesse. In der Magie wird der Rosmarin der Sonne zugeordnet und wenn man bedenkt, wo er eigentlich heimisch ist und was er für unser Gemüt und unser seelisches Wohlbefinden bewirken kann, passt das wirklich perfekt. Denn der lässt die Sonne in uns aufgehen. Er wird zu Bannzaubern verwendet, denn Rosmarin bannt alles Negative, alles Schlechte und Dunkle. Bei Kindern, die Angst vor der Dunkelheit oder auch vor Monstern unterm Bett haben, soll er helfen, wenn man ihn um das Bett herumstreut. Auch bei Menschen, die von Albträumen geplagt werden, soll er helfen. Hier soll man mit einem Rosmarinzweig im Uhrzeigersinn einen Kreis um das Bett drehen. Man kann sich auch ein Kräuterkränzchen aus Rosmarin ans Bett hängen oder ihn um das Bett streuen. Er steht nicht nur für Schutz, sondern auch für Säuberung, für Reinigung und wird deshalb gern vor Ritualen verwendet, um den Platz, den Ritualplatz zu reinigen oder um einen Schutzkreis zu ziehen. Wer sich unbedingt an etwas erinnern möchte, es gibt ja auch Erinnerungszauber, der kann Rosmarin nutzen. Und von der medizinischen Betrachtung her wissen wir ja schon, dass er die Gedächtnis- und Hirnleistung allgemein positiv unterstützt. Wie gesagt, verwendet zum Lernen einfach Rosmarin als Öl in der Duftlampe oder anderweitig. Der weckt die Lebensgeister und auch das Köpfchen. Er hat noch viele andere positive Eigenschaften, damit würde ich aber zu tief in die Materie eintauchen und das würde auch das Video hier sprengen. Ich empfehle dir bei Interesse, in ein paar Studien reinzuschnuppern und auch medizinische Artikel im Internet zu lesen. Was ich mir wünsche, dass so viele wie möglich diese fabelhafte Pflanze mit ihren vielseitigen Eigenschaften nutzen. Also erzähl's gerne weiter. Das Gute liegt oftmals so nah, direkt vor unserer Nase und es ist nicht mal teuer. Man braucht nicht immer diese Mittel von der Industrie und viel Geld ausgeben und all das. Man kann so viele Dinge
ganz einfach selber machen und nutzen. Aber auch hier macht es wirklich die Regelmäßigkeit, gerade wenn es jetzt ums Haarwachstum geht. Du kannst frischen oder getrockneten Rosmarin mit heißem Wasser übergießen und einen Tee genießen. Du kannst Sirup damit machen, zum Beispiel, was ich liebe, besonders im Sommer, ist Rosmarin- und Zitronensirup und selber Limonade machen. Und. Bei Interesse hätte ich da auch noch einige Rezepte. Schreib mir einfach, dann mache ich da mal noch ein gemischtes Video, wo es nur um Rezepte mit Rosmarin geht. Ja, also genieß dieses herrliche Kraut, am besten zusammen mit deinen lieben Menschen, mit Familie, Freunden und so weiter und so fort. Und versuch es doch in deinem Alltag etwas mehr einzubinden. Es wird dir wirklich gut tun. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen und bedanke mich ganz herzlich, dass du mich wieder einmal begleitet hast. Vielleicht nutzt du Rosmarin auch schon fleißig. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst, wie und wo, ob in der Küche oder vielleicht auch anderweitig. Und vielleicht sogar, ob er dir wirklich hilft und gut tut. Wenn du Fragen hast oder mehr Interesse, wie ich zum Beispiel meine Salben herstelle oder Tinkturen oder Räucherwerk, dann lass es mich bitte wissen. Ich werde das dann in meinen nächsten Videos mit einbeziehen und berücksichtigen. Fühl dich herzlich umarmt und hab eine wunderschöne Zeit. Bald geht's weiter mit Mantik und anderen Themen. Bis bald, mach's gut.